Hallo, alle zusammen. Freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Sehr. Ich hatte eigentlich mehr erwartet, aber das ist sehr schön. Sehr schön. Hat einmal bitte, dass Gott das ganze Leben kann. Das wird mir sehr wichtig sein. Danke, danke Jesus, dass du für jeden einzelnen Klon hast, die es als ich mir 100% sicher, dass das dein Klon ist. Und was immer du fair hast, ich will, dass das soll von da hier passieren. Ich habe mich extra nicht sehr viel vorbereitet, weil dass du das mir redest. Hey, yes, ich will dich einladen. Sieh hier mit uns, und wir wollen dich nicht raufdrehen, wir wollen dich ganz frei lassen, hier ist. Und dass du zwischen Jeremia eintieren, dass du deine Wirt kannst, ab meine Tongue leihen, Gott. Jesus, ich sehe nichts. In China, sie und ich konnte nicht ohne dich. Ich hatte noch niemals frei tun. Ich wünsche mir, dass du hier bist. Wenn es ohne dich, dann wird es so alles schief gehen. Bitte halt mich. Amen. Aber das geht noch nicht ab, da kommen wir noch mal, ne? Ja, jeder sah sehr trüb mit mir was und unglaublich. Sonst würde ich hier vielleicht nicht vor nicht fertig stehen, das kann ich Ihnen ganz sicher sagen. Und ich will ein bisschen davon erzählen, von meinem Leben. Und wie ihr dort geführt habt. Und was in meinem Leben passiert ist. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Ich freue mich sehr. So. Ich kann ja, der Mensch kann mir, als sie Helmut und Karin ja sehen, und so ist alle einmal fatale, sind die dann auch in ein christliches Elternhaus abgewachsen, dort sieht auch. Aber mir hat das in Wirklichkeit niemals sehr interessiert. Jesus und Gott, die ganzen Geschichten. Ich bin auch zur Kirche mitgefahren. Und, aber das war für mich alles sehr unwirklich, die Geschichten, was die mir da erzählt haben. Die zum Beispiel die eine Geschichte, als Elia den einen Altar baute und die Midianiter hatten, oder das den der andere Altar war von die 450 Propheten von für Baal, das war für mich alles nur sehr unwirklich. Und ich habe einen ganz anderen Gott kennengelernt, muss ich zugeben. Ja, es tut mir leid, wenn ich nicht so sehr frei rede. Dies ist noch nur mein drittes Mal, dass ich jetzt von Menschen rede und
Das fällt mir noch ein bisschen schwer. Fett, ja. Dann meine ganzen Jahre, die ich gelebt habe, bin ich nicht seit 22, aber fett, ja, bin ich noch 21. Ich habe immer sehr blöd für mich gelebt. Ich habe dort getan, was ich will. Immer, das denke ich noch. Der, was mich kennt, der war heute ein großer Schassel. Und der Schüler, ich meine, der Lehrer, der hier bestimmt hat, der war sich dort noch gut einig von meinem ersten Septima. Das ist unglaublich, dass ich mich dann nicht in die Schule geschmettert habe. Meist aufgedreht, das geht nicht mal. Ich bin immer der Schlimmste. Und auch kein Sinn für das Leben. Das wir mich alles so sehr entdeckt irgendwie. Mit 14, und ja, dann hat dann wie das erste Septima, hat ja dann 5x7 Nachexamen. Das ganze Tavale holen, das interessiert mich eigentlich auch nicht so sehr, weil das halbe so ist eigentlich nicht. Und keine Vision, nicht. Das wäre für mich, ich weiß wirklich nicht, was Gott mir gemacht hat. Das hat für mich so wenig Sinn alles. Und das Einzige, was ich gut kann, wäre mich zum Clown machen. wenn der Lehrer sagt, dann nicht noch einmal, dann noch einmal aufprobe. Das ist wie, was das erscheint. Und ja, das ist die Rache von. Aber ja, das. Ich weiß noch, eine Geschichte. Dann wir. Dann haben wir Kreuz Semesterexamen mit Christa Wiens. Und bei uns wird sehr eine Mode mit Gummis schreiten und aller Hand zu dort. Und dann Kreuz Mathematik, Kreuz das letzte Examen, was wir wollen morgen für ein Zeugnis. Und ich verstand sowieso von dem Ganzen nichts. Das wollte ich sowieso alles nicht tun, da wenn wir mir das alles so sehen tun. Dann wollte ich was scheitern und dann drehte sich Kreite mir an, Eintrag! Und dann alle warten, ich hatte das Feiersteig da heute. Und das fünfte, dann wollte ich die Haus für 3 Tage. Das Jan hat mir eigentlich auch größer sein, meine Mama ist Lehrer und das wollte ich auch alle bestimmen. Dann fuhr ich eben 7 Tage zu passen, check ja auf da einen Eintrag, wo mal eine Post legend, da lag niemals einer. Da war ich mich dann sehr froh. Ich weiß nicht, da. Meist aufgedreht, bei dem Jahr nicht mehr. Irgendwann, ja, dort wird dann. Dort ja vielleicht ganz das und dann fange ich an bei einem Onkel zu arbeiten. Und da habe ich das erste Mal seine ersten Schritten. Das wollte ich nicht mal einfach so ganz klar sagen. Ein Mensch, der sich vom Herrn Jesus leiden lässt, das sind heute vielleicht noch niemals gesehen. Und das wird mir sehr interessant. Von meine Eltern, die wollen gleich auch, die haben gleich sehr, weil er dort passt, habe ich einmal das Beste gesagt. Wisst ihr vielleicht auch nicht später.
Aber diesem Onkel, dem hat einmal sehr bewundert, wie die Sache deuten. Und da schaue ich seit einem Jahr. Der hat mich rein alles so gestreut bei mir. Das ist unglaublich. Irgendwann folgen sich so gedacht, dass das mit diesem Schassel so sündig geworden wird. Aber ja, dort dann wie ich nochmal 14, 15 so. Und dann, ja, der mag mich dann sehr mit. Nochmal zur Schule gehen. Aha, ja, das saß ich mich sehr dies dann. Das weiß ich meist nicht, wie ich das soll dann. Aber das wird ja nichts wie, ne? Und ihr werdet nicht auch wieder hier tun und wollt ihr nochmal proben. Und dann. Der hat nicht mal frisch anfangen. Der Dier ist ein Fan. Und dann Oktavo, der wird schwandern. Und wenn er das, der ist schwer, der hat. Ich sage ganz ehrlich, ich sehe niemals ein Mensch, was eine Sache leicht geliebt hat. Oder wenn das am Blättern sind, ja, dann fällt mir das täglich schwer. Wenn das irgendwo ohne das, dann geht das viel schöner. Irgendwo, wo man anfutten kann, dann hast du mehr Hoffnung. Ja, das heißt, Sastien 17, wir irgendwann, wie mal Tiet mit der ersten Zigaretten, der ist auch der irische Fan, wir haben mit einer Wand, aber. Wo muss die cool sein, ne? Nee, da hat eine Sache bei mir angefangen. Ich würde sagen, meistens schlimm, ein von den Hünstchen in Pornografie, dort wir, weiß nicht, das ist noch von meist vom Mundanchen kommen, weißt, wie dort bei einem Banner. Dort, ich weiß nicht, dort ist bloß genug, dort hat, dass ich in die Stunde kann und dort verteilen kann. Ich kann das jetzt noch schwer reden. Ich habe mich dort eigentlich leichter festgestellt. Ich glaube noch mal beten. Das macht leichter dann. Jesus. Hey, yes, bitte, dämmel, das wird leichter, das soll furchtbar. Ich will von meinem Leben ganz frei reden, ich will hier für alle Zeit, was mir im Hort liegt, und ich will, dass das mal ganz abhört, wie will die Nomen hier gerade machen, und was du in meinem Leben ohne hast. Ich weiß, dass du das kannst, du hast also viel größere Sachen ohne noch als diese. Halleluja. Diese alle Ehre, mein Gott. Diese alle Ehre. Danke, Heiliger Geist. Amen. So, Halleluja. Nur was sehr verändern. ja. Und irgendwann fängt er dann mit dem Mial an, dann liegt er in den Mial-Channel. Der wollte ich mich dann. Normalerweise ist das einmal so. Wenn du eine warst, dann wählt er die nicht. Und wenn er die wählt, dann wählst du die nicht. so wie das bei mir einmal. Und dann kam der Zeiamde. Ja, kreuz, das heißt, sagst du ihn wie so. Mein Matur fängt dann alles an und macht er mir alles. Und das alles. Sehr schwer. Aber man meldet sich, ja. Irgendwo eine Befriedigung zu kriegen,
irgendwie, weiß nicht, man sieht ja einmal irgendwas, dass irgendwas, was mal die abfeiert oder was mal was. Ich weiß nicht, wie ich das erklären sei. Soll, was erfällt das? Für manche ist das sehr oben, dort erfällt, für andere ist das sehr motiviert vorne, wenn das sehr verändert wird, dann dort erfällt. Für mich wird das sehr lang, wie das, weil mir ein schönen Kentucky zum Abend ansteht, das wäre für mich das ganz Schönste. Das sind viele Sachen, was einer sieht, was einem erfällt. In jeder Sektor noch, er hat sehr lange gesagt. Sehr lange halt. Joseph hat auch gesagt, von 2016 irgendwann fängt das mit der Zigarette bei mir an. Bei mir, die Zigarette, das wird für mich einmal. Das für manche Ete ist am Tag, wenn es normal ist, für einen Mann zum Ernst, dass ich mal gut frisch essen, dann ab Mittag Milch essen, vielleicht ein schöner Salat und so ist dann noch ein bisschen Tart. So wird bei mir mit der Zigarette. Der geht nochmal. Wenn ich mir euer eine Zigarette, wenn mir das schön nimmt, eine Zigarette. Weil zum Morgens Abstand, dann ich nicht pushen oder wo da drin ist, ich rührt mich in Anstatt. Weil jeder hat Zigaretten, alles Zigaretten. Und dann, ich sage Ihnen ganz ehrlich, das wir schlimm. Das wir sehr schlimm mit mir. Aber nicht bloß da. Alles. Alles, das. Wenn ich nicht so dreht steht, dann kann ich bloß sagen, was für ein Schassel ich da hier war, gewesen sein. Das muss einmal platzen. Mein Motorrad. Ich glaube, das muss ja, wenn ihr da gegeben habt, dass ich mal Fetische vorher habe in der Stadt. Sondern das weiß nicht, das geht bei mir einfach nicht. Man tut das wie zum Gas geben, nicht zum langsam fahren. Das fällt mir sehr schwer. Sehr schwer. Sehr schwer. Manche haben sich fucking sehr geäußert über mich. Sehe ich dann auch inzwischen noch einige Worte. Aber dann freut es mich höchstens noch, wenn es heute passiert wie nicht sehr viel, dann bin ich da schön. So ist einer dann am Arsch. Ja, bei diesem Onkel will ich dann. Das ist das Mal, dass ich dann nicht, dann schaffe ich da ein Jahr ungefähr. Dann fange ich war, dann der Fan, siebte Mal, habe Novena. Na, was ist der Fan? Novena hat mich sehr das gespielt. Und dank Gott hat ich eine Nachhilfe lernen. Wenn ich den nicht gehört habe, dann die Zeit, die dort. Dort. Das ja manche, die lernen schwören, dann ja das nach mir. Das fällt mir sehr schwer. Und ich weiß, wie hat Typ um das gesehen in Jurort. Und so seitdem Schasel den Titel einmal in der Hand hält, dann der blöd ist das. Halleluja.
Für Papierkram, das fällt mir immer sehr schwer. Und dann, der fühlt sehr mitmachen mit Surf Paygone, wenn du nicht Surf Paygone bist, wenn du an der Zentralstelle nicht Geld bist, und dann aber nicht Surf Paygone bist, das macht eigentlich. Du machst, wenn du da nicht eine Ausbildung geschrieben hast, dann war das eigentlich noch mehr mit dir. Wenn es irgendwo machst du eine Ausbildung geschrieben. Und Jesus weiß nicht, das wäre für mich alles so anwärtlich einmal. Dort, wo der hier sein hat, wo der von dem Onkel, ja, das wäre interessant, aber das ist mir auch noch nicht so sehr. Oder das wäre ein Fan, aber das wäre so, es war doch einmal ein Schleier für meine Augen, wie? Und ich kann niemals die Wertlichkeit erzählen. Ich kann niemals erzählen, dass das wahr ist. Das schafft nicht. Ich weiß nicht, ich will sehr bange, wie ich dann sind. Und, sehr bange. Und dann, vielleicht ja, so was wie das. Nee. Ja, irgendwann dann lädt ich mal Heiko Wiebel Channe. Und ich sage ganz ehrlich, er hat im Ante gehasst heute den Mensch. Er hat ihn gehasst, wenn der hat. Ich habe einen Ante, der sehr jeden Football spielt. Und wenn du dem einmal so stattdienst, dann. Der das Bein futtert, dann bleibst du da abstehen liegen. Mit dem darfst du dich nicht anleihen. Und das Interessante wäre, als wir bei André live waren, ich weiß nicht, ob wir dem Channel. Aber bestimmt der meiste von den Channel, dem Hans Theodor Leiber. Das wäre einmal mein bester Freund. Das ist auch noch eine Geschichte für sich. Aber wie sollte Kreid denn. Verteilt dann. Und der wird befreundet mit dem Heiko. Dann kommt Heiko da hin und ganz mutig und dann dann überlege ich, was ist das ein Mensch? Warum ist das so mutig? Wenn es dort ihr habt ein normal Merchant und dann ihr habt noch ein sehr Merchant. Und der wie sehr Merchant. Und das wir nicht dort, wo der Chan von dem. Er Chan ihm, er hat dem Chan ihm nicht so sehr, aber da wir wort an dem, was mich interessiert. Und das gefällt mir. Der hat Jesus in seinem Hort. Und der strahlt ein Leib aus. In einer freundlichen Chat. Was er nicht sehr erscheint. Das wir irgendwie was ganz anderes. Was er
nicht scheint. Und das interessiert mich. Dann tisch wir uns ein bisschen eten. Der redet extra von Schöll oder was. Ah, ne, Schöll, das kannst du Fuß fieten. Aber das interessiert mich. Und dann. Entwaschen, dann. Die dann wieder arbeiten. Und. Das geht nochmal. Das schien es war nicht hier irgendwie nicht frei reden kann. Jesus, im Namen Jesu, ich will nicht mal frei reden können, Jesu. Wenn du irgendwas hast, was hier das Blockage machen, dann lass das mal hier was. Im Namen Jesu, Jesus, ich will ganz frei reden können, Jesus. Jesus, was ist hier los, Jesus? Jesus, erfall mich bitte. Amen. Ich weiß nicht, was hier von euch los ist. Das ist sehr schwer. Und das ist. Ich weiß nicht, woran das so ist. Aber irgendwas ist hier von euch. Was mir dort nicht will, toll oder dort sehr reden. Das ist sehr komisch. Naja, was soll ich denn tun? Das wollte ich all. Hallo. Oh mein Gott, ich bin da fast nicht gut so lang. That's fine. Ja. That's sehr fein. Weißt du was? Ein Grund, warum ich das Ganze geplant habe, ist, ich will euch sagen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Mir ist das nicht, ob ich mich hier für alle blamiere und was die alle waren, Leute von mir denken, das ist mir, das ist mir nicht. Ich habe, ich habe eine Vision von dem Ganzen und da habe ich das Ganze mal angefangen. Und was einmal hier von euch passiert, das soll, sollte Herrlichkeit Gottes dienen. Vielen Dank, dass ihr hier auch Stunde kommen. In 2021, dann fange ich bei La Plata bei Traktor an. Ja, so. Das freut mich. 2021 fange ich bei der Traktor in La Plata an, Jura Garage dass wir einmal ein bisschen mein Träume war, auch mal mit der Böden, auch mal mit unterwegs sein und mal Bitte sein und so. Und mal was von Tüß, wenn es Tüß da jetzt einmal, tschüss, ich folge sehr viele Regeln abgedacht und in der Regel wäre für mich einmal der Jazz erfindet.
wann mein Paar sagt, lade doch doch, mein Schmädchen. Dann sagt, Paar, wenn du das gesagt hast, wollte ich mich nicht nachher noch anstellen. Das wird mir alles einmal so sein. Wenn du mir eine Rail abdeckst, dann wird die garantiert das Ende bei dir. Ein Hasreil. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Sogar dort hat der Haar bei mir verändert. Das ist angreiflich. Und in La Plata, dann Tisch fangen wie er saß in der Bild an. Und irgendwann ging einer war. Ich weiß nicht, wo haben das geschworfen, doch das. That's my best friend. Ich wollte mal von Heiko vertellen, dass der als Seelkreis. Ich war bei der Treitasch und dort ein Fan für deine, dort ein sehr Fan für deine. Wie vor am Anfang. Aber bei dem Onkel Ferrer hat er einmal um 3 Millionen so verdient. Und das hat für mich niemals sein. Ich weiß nicht, was ich mit dem Geld anfangen soll. Weil er hat mir gerade mit Tourat gekauft. Und dann fängt das mit 3, 4 Millionen an. Und inzwischen rede ich und ich einmal so, aber das ist alles, schwer bei mir. Ich kann mich, der scheint mir fucking Bibelfasen so und das ist sehr schwer. Ich weiß, dass viele Menschen haben mich gebeten. Und jedenfalls. Und dann irgendwann. Dann überlege ich besser zum Spaß mal, weit auf ich die Zigarette wirklich nachlassen kann. Und dann Heiko Fuß, das geht. Dann dachte ich mir noch so, was für ein Schasel bist du? Ich habe ja so viel fucking mal geprüft, was du mir hier sagst, dass das geht. Wenn du von was aufhängig bist, dann bist du von dort ganz aufhängig. Und nicht ein bisschen aufhängig, ich rede von ganz aufhängig. Das ist das von der Diebel, die... Das lässt ihn nicht los. Und das ist ein Fluch, wo du nicht selbst rückkommen kannst. Aber... Der hat ja gesagt, das geht, ja? Und dann seht ihr aber, das Eid muss auch wählen. Ah, ja. Das man ja nicht wollen, ja? Dann, ich weiß, wie der dann kreiert, wie noch an der Zastja war dort. Ich weiß nicht, ob ich dort channel von zwischen San Andres und Cruz Pioneros als in war dort. Und dem Zeit, wie da kreit 4 Kilometer Abschade so hoch. Und
Und dann hat an meine Bett nach ein Gino Hibat und dann einfach mal ein Bett Nummer nennen. Da wir Edu, Gino, da wollte ich mich gerade nicht anfallen. Nachdem haben wir auch Sheetpants, wenn sie so einen großen Pants haben. Dass wir einmal haben auch dem die Nummer. Und dann wird noch ein Dalvis. Dass wir Edu und Dalvis wäre fertig Schafasch. Und der kriegt was dem großen Pants hat. Und Gino, der sieht mich dann, sie hat auch mal eine Tür. vom Schmädchen, der Tochter Lothar. Und aber nicht Schmiede, der war da. Das mein Seppel, der wäre davon an den Schluss. Und dann sehe ich Heiko. Wann du glaubst, dass das jetzt? Dann werde ich das mal prüfen. Ich komme los. Der sagte mir, nun wo wir mal töpf, ein Tag fasten und sehr beten und sehr Bibel lesen. Dann dachte ich mir so, ja, das wird ja immer interessanter. Wenn ich war fasten, hat mich noch niemals wer was gesagt. Und das wird halb oder was soll das halb? Das Einzige, was einem helfen kann, ist, dass einem dann Lothar Dalle Hunger hat, ne? Und dann denke ich wieder zu Start. Wir denken einen Tag fasten. Und kreit dem Tag hat der mir ein Essen gemacht und danach. Noch Chilchen mit Schmumpfvater heute, wird Lasagne. Einmal haben, er hat das Eten auch zweimal am Taler und dann ging ich in den Barsch und schaut, das war gut. Und dann der ich sehr beten. Und der hat ja einmal gesagt, dass Peter irgendwas halbt und. Was wir das nicht mal mitbrauchen, ne? Und. Das scheint ja beim Treiter voraus, dass du China bei dir. Du kannst, wenn du forschst, kannst du fucking allein sein und über die Sache denken und beten auch. Und dann da ich sehr beten. Ich sage Gott, ich weiß nicht, wo du dich hier vorgestellt hast, aber wenn du glaubst, dass das jetzt, ich will mal mitprobieren. Ich will das nicht. Dann habe ich sehr beten und dann, dass ich dann vom Treiter, dann, das, ja, das ist eine Böden, dann der andere, der panzt sich da gut an und ich probiere dann zu beten und noch ein bisschen Bibel zu lesen und so. Ich bete sehr zu Gott, dass er mich mit seinen Händen jetzt soll ganz erfüllen. Ganz. Und er tut das. Er tut das. So sagt mir Hand schneiden und am Vergebung bat für meine Sünden und am drehen. Nicht bloß Rohre, die ich in Kreuze wieder, sondern wörtlich. Vom Hotte mal einfach das ganze Hort dem Utschaden in dem Seil, was ich von dem Leben hält. Dann wieder sehr trüb mit mir. Sehr trüb wieder mit mir. Und dann passiert was in meinem Leben.
Ich weiß nicht, weil ich dort da am Hain jetzt nie geboren war. Dort war ich nicht weit. Vorher wusste ich dort niemals. Und ich kam wirklich los. Ich kam wirklich los von dieses, von dem Misthaufen. Weil an jeder, der raucht, viele, die rauchen, die sagen, wenn du den wirst konfrontieren, ob die wollen loskommen, dann werden die dir sagen, dann werden die dir ganz ehrlich, werden die dir sagen, ich will nicht loskommen von dies. Ich will nicht loskommen von dies. Und das stimmt. Die wollen das auch nicht, weil die nicht mal, viele der Weite dort auch nicht. Wahrscheinlich erst, wenn du dort nicht mehr brauchst. Ich habe sehr viel geprüft. Das ist ja wenig Sachen, die ich nicht geprüft habe. Denn seit Ewald hat dem Adrenalin gesagt, das ist ja wenig Sachen, die ich dort nicht gesagt habe. Wenn's, aber das irgendwie, das erfällt nicht. Das erfällt nicht. Das erfällt einfach nicht. Aber, ich weiß, dort so seit, so seit die Sierat dort Kontaktlote, so seit, kann anfangen mit Jesus eine Beziehung abzubauen. Ich weiß, dort deutet sich was mein Leben. Dort deutet sich was sehr Fundamentales. Ich wie so erfällt, du hast heute kommt bei mir drin, mit meinem Glauben. Das ist angreiflich, das ist ich was mein Leben. Und ich glaube, dass André, was mir bezeugt hat, der weiß das. Dass ich dann eine andere Person bin. Aber der Film, der andere. Und zwei war der Obergänge da waren wieder. Und dann sind wir wieder arbeiten. Und da ist auch Fan. Und da ist sehr Fan. Das ist unglaublich. Was dann nicht sehr Fan da? Das ist der andere Mäude, dort ist mein Leben, was ich da habe. Dort werde ich losgekommen wie. Dann hier das ganz abfängt, wenn es. Ich weiß nicht, auf was da mit den los wie. Aber. Dort leidet er irgendwie nicht. Dort hat. Vorher hat wie einmal. Dort wie einmal so. Mein Turno wie einmal so von. Klag 8 bis Klag 2. Und normalerweise dort wie. Einmal und ab meinem Treiter fuhr wie normal so einmal RA2 und dann dachte ich einmal von Klag saß, viel nur saß, irgendwann bei Tosche und dann dachte ich normal einmal bei halb acht oder dann war ich noch bei Eta, aber bei viel nur sieben, halb acht wie einmal Schmädchen dann. Das ist wie, dann irgendwann Weizlung und wenn es 10 vor 8 muss wie einmal beim Treiter sein. Das ist eine sehr hohe Regel und das macht es einfach komplizierter. Jedenfalls, und nu, ab einmal, diese Zeit war ich gekommen von der Böden. Und da hat angefangen, die Bibel zu lesen. Und das denkt, was hat er nun auf einmal? Das jaffert ihr nicht. Was ist dem? Und er fängt sich an, darüber anzuflächern. Ganz ehrlich, der glaubt auf einmal, dass er mir Geld glaubt. Und dass er dem
wird man mir los werden. Und oder ich mit einem nicht noch mehr wollte tun haben. Sogar der Rudi, der Bauersteiger, der Treiter, der hat mich auch noch einmal an und frug, wenn der Junge sagt, ich weiß nicht mehr, mit den Taub sein und so dort. Und ich weiß nicht, was da los wird. Und dann fang dort an, immer harder zu werden. Immer harder, das ist sehr schwer. Sehr schwer. Ich weiß, einmal landet wie Kreitbe Laguna Kapitän. Da ist ja immer eine ältere Presse an der Grotte. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen dort schauen. Aber der ist wieder ganz trash arbeiten. Und dort hat der alles mit dem Laser ausgemeten. Und dann noch war die Arbeit. Und ich hatte noch nicht so lange auf dem Treter. Dort hat er ihre Feststellungen. Und der Knarsch, dort, wo mir an den Knarsch angefällt, ist sehr direkt. Der war nicht in den Rücken reden. Das wollte ich nicht an den Fernseher gleich. Nein, dort mache ich ganz ernst. Und dann habe ich gerade im einen Monat 10 Millionen gemacht. Das ist die rasche Fan. Aber falls du noch, dann hat er einen Fehler gemacht. Und dann schieße ich so einen Abend Deitzel dort nicht später hin. Und in Wartezeit wüsste ich nicht mal gut, warum. Wenn es der mit Rasch sieht, dort wird der zweite Schafer. Der hat eigentlich nicht mal gut dort Rasch dazu. In Wartezeit sind die vierte Schafer, sind die, wo die. Was die Seele Trashwiese, wie der sagt, soll die Donne sein. Aber bei uns wird einmal so der ein, zwei der Schafer, gleich jemand, der Topf für die, das wird ein bisschen Special Case. Der hat Autorität. Und der Name macht niemals ein Blatt vermüllt. Und dann schieße ich das sehr ab und zu, weil ich in die Rohre. Ich weiß ganz genau, wenn du jetzt auf deine Arbeit steht, so ein Trash, die Paper schreist, dass du Rohre jetzt, dann überleist du, ob sich dort lohnt, da wieder arbeiten oder nicht. Dort geht dann nicht so sehr erscheinen. Und dann fange ich an zu überlegen. Was ist hier los? Lohnt sich das wörtlich? Dann mit der Zeit lege ich dort am Tag mit der Bibel lesen. Wenn ich mal alles stahlt sich in mich. Rein alles stahlt sich in mich. Und dort bin ich sehr Fan. Dann wie ich gerade war bei Buena Vista. Der Tag steht und hat Frieda Feierabend. Und hat dann noch ein bisschen Fleisch überhört, ein bisschen backen. Dann hat der Diebel mich ein bisschen am Fenster geweitelt und dann freut mich, wenn meine erste Zigarette holen. Das geht nochmal. Und hier der Stamm ganz klar an mich. Das nicht.
dort nicht, das war die Leitwort. Dort nicht, dort nicht, dort nicht. Das war die Leitwort. Und ich dachte mir so, ha, der Herr jetzt, den wollte ich nur einmal ein bisschen an ihr Drehtchen. Und dann, Mario, kann ich den mal verholen, dann wollte ich mein bester Freund sein. Und einseitig, dort wird der größte Fehler, was ich getan habe. Erst im Herrn jetzt an ihr Drehtchen. Dort ist der größte Fehler, was ich mein ganzes Leben getan habe, erst im Herrn jetzt an ihr Drehtchen. Und dem nicht, dem an den Box zu stoppen. Ja, dann fangen wir an mit meinem Schiedleben. Dann fangen wir an, richtig an zu waren. Willst du mir gar nicht mein Wasser bringen, bisschen? Und Heiko, der hat einen zweiten Onkel abgegeben mit mir. Anseiner kann sehr stolzen Wahl haben. Und sehr stolzen Wahl kann Anseiner haben. Und und ich denke immer meine eigene Welle nur. Dass ich hier nur Ferien drehe, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist nicht meine eigene Welle. Wenn es nicht mehr geht, dann würde ich hier nur nicht tun. Wenn sie haben mich meistens dabei gemacht, dass ich dort anfange zu planen. Und ich stand wörtlich. Wie schwer das von da? Ich weiß, ich habe einmal fertig, wo ich reden dann, das fuhr einfach alles rüber. Und irgendwo war ich das ganz weit, ich sage. Ja, da wird die Summe das erste Mal gefallen an mich. Das hat mich ganz heil geschneit worden. Und Buße getan haben. Ich habe das früher niemals habe ich verstanden, was wirkliche Buße ist. Wegen die Harten haben ja schon eher mal. Menschen haben schon eher mal von Buße tun gesprochen. Aber als ich erst verstand, dass Buße tun nicht nur heilen und auf die Knie gehen ist, sondern Buße tun ist wirklich umkehren. Umkehren, komplett am Ende. Umkehren. Und dein altes Leben, das, was du gerade tust, das aufhören zu tun. Offen, ganz offen das zu tun. Das ist Buße tun. Nicht damit weiterzumachen. Das ist Buße tun. So habe ich das früher niemals verstanden. Ich dachte, sicher, man muss sich entschuldigen und zu Gott beten, um Verzeihung bitten. Aber ein großer Bestandteil ist, das nicht mehr zu tun. Die Sache. Komplett am Ende umkehren. Das habe ich früher niemals verstanden. Und das ist gar nicht so einfach.
wenn man das selbst aus seiner eigenen Kraft das zu tun, das ist, das geht eigentlich nicht. Das ist, aus einer Sucht rauszukommen, das ist nicht einfach. Und alleine sowieso nicht. Ich weiß nicht mal, ob man alleine daraus kommen kann. Ich kann das jetzt nur sagen, weil Jesus mir geholfen hat. Der war sehr gnädig mit mir. Extrem gnädig. Und dieselbe Gnade hat er mit jedem Einzelnen hier im Raum. Das weiß ich. Das weiß ich. Die Frage ist, ob wir damit was tun oder nicht. Gib mir einmal fünf Minuten, danach komme ich wieder. Alter. Anscheinend, das war natürlich einmal Fallerwort. Halleluja. Neuheit oder viel mehr Möte. Jedenfalls. Ich lernte Jesus, ich weiß nicht, wie viele von euch die Schule Alma kennen, da bin ich jetzt und ich lernte Jesus da sehr präsent kennen und ich will dieses nicht zum Propaganda machen oder irgendwas, aber ich lernte ihn sehr kennen und ich weiß, dass der Teufel nicht will, dass ich hier frei rede. Das weiß ich. Weil da ist schon mal mehr rausgekommen bei mir, das weiß ich. Aber ich weiß, dass auch alles möglich ist. Das habe ich heute in Markus 10,27 gelesen, dass menschlich gesehen sind die Sachen unmöglich, aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Halleluja Gott, Halleluja Gott, Halleluja, Halleluja, Halleluja Gott. Was passierte da, als du auf den Hof kamst? Erzähl das mal, das Zeugnis.
Wie ich erst schon erzählt hatte, war ich 5 Jahre war ich an Zigaretten, von 16 ungefähr, 16, 17. 10 Jahre in Pornografie, 10 Jahre. Und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin. Ich weiß, dass sehr viele Jungen leiden daran. Und das ist vom Diebel. Das ist vom Diebel. Und da rauszukommen ist doch nicht leicht. Aber ich weiß, dass es geht. Alkohol. Von alles konnte ich frei werden durch Jesus Christus. Das erste Mal, als ich frisch geboren wurde durch den Heiligen Geist, dabei die Traktoren. Dann bin ich von alles losgekommen. Von alles bin ich losgekommen. Weil ich mich komplett dem Herrn hingab. Komplett. Wenn du dir den Herrn wirst komplett hingeben, dann wirst du von alles loskommen. Von alles. Ein lebendiges Opfer. Wie es in Römer 12, 1 und 2 steht. Das ist, was Gott ehrt. Wenn wir nach seinem Willen suchen, dann ist er sehr treu mit uns, sehr treu. Und als ich an den Punkt kam in meinem Leben und sagte zu Gott, mein Leben, das ist ein Desaster. Das ist ein Desaster. Das ist ganz wichtig, dass du mit Gott nicht spielen tust. Du musst immer ganz klar mit ihm reden. Ganz klar. Nicht halbe Sachen machen, das meint, mag der nicht sehr. Ich sagte zu dem, guck, das tut alles nicht, nichts tut. Ich bin wieder reingefallen in diesem tiefen Loch. Was hast du vor? Wenn du aus meinem miserablen Leben kannst irgendwas rausholen, wenn du mir das kannst, irgendwas tun, dann tu das. Hier bin ich. Aber ich will nicht ein mennonitisches, traditionelles Leben mit dir führen. Das, was ich gesehen habe, das will ich nicht. Das will ich nicht. Und ich weiß, dass ich hier vielleicht gegen irgendwen werde reden. Aber das macht doch nichts. Nur arbeiten, um Geld zu haben und Sonntag noch ein bisschen zur Kirche zu fahren, das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich glaube, da ist mehr. Da muss mehr sein. Da muss mehr sein. Sonst, no sé. Und dann fuhr ich da ein bisschen zur Schule und lernte da Menschen kennen. Sehr eine andere Art Menschen, würde ich das fast sagen können. Nicht Mennoniten, um das mal ein bisschen hart auszudrücken. Ich habe nichts gegen Mennoniten, ich bin sehr stolz darauf, dass wir sehr arbeitsam sind. Wir kommen vorwärts, wenn wir uns was vornehmen, dann kriegen wir das hin. Wir,
Wir kommen zu was? Aber die Frage ist, für was sind wir geboren? Für was sind wir geboren? Sind wir geboren, um die ganze Leben lang nur zu arbeiten, um am Ende auf dem Sterbebett zu liegen und zu sagen, wieso habe ich das nicht anders getan? Gott hat für jeden Einzelnen hat er einen perfekten Plan. Für jeden Einzelnen hier im Raum. Für jeden Einzelnen hier im Raum. Für jeden Einzelnen hier im Raum. Die Frage ist, fragen wir danach? Nein, wir fragen nicht danach. Weil wir sind selber groß. Wir sind sehr klug. Wir sagen dann, Gott hat uns einen Kopf zum Denken gegeben. Das ist dann unsere Ausrede. Aber haben wir die Sachen schon mal vor dem Heiligen Geist gebracht? Haben wir schon mal nach seinem Willen gefragt? Nee. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Nein. Dass ich hier stehe, ist nur, weil ich nach seinem Willen gefragt habe. Wenn's das war nicht mein eigener Wille. Ihr seht ja, wie schwer das hier tut mit mir. Dies ist mein drittes Mal, dass ich hier jetzt rede. Mein drittes Mal. Ich bin nicht jemand, der von Menschen redet. Das tut nicht. Aber ich weiß, dass es sein Wille ist. Und deshalb bin ich gegangen. Weil wenn wir in seinem Willen gehen, dann ist das Segen. Und ich gehe nur im Glauben. Ich gehe nur im Glauben. Weil in Jakobus 2, 26, Glaube ohne Werke, ist toter Glaube. So einfach. So einfach ist das. Aber wir haben ja alle sehr viel Glaube, ja? Das ist das Einzige, auf was ich dies alles gebaut habe, ist auf meinen kleinen Glauben, den ich hatte. Das ist das ganz das Einzige. Und dass ich nicht Tradition will. Ich will nicht gegen unsere Traditionen sehr trumpfen, aber diesen Gott, den wir immer in eine Dose stecken, von Samstag, von Sonntag, von 9 bis 10, wenn ich den Gott soll dienen, dann ist das besser, ich bleibe bei meinen Zigaretten, meiner Pornografie und bei meinem Alkohol. So ist das. So einfach ist das. Da ist mehr. Da ist mehr von Gott. Da ist so viel mehr. Da ist so viel mehr. So viel mehr. So viel mehr. Was man uns nicht beigebracht hat. Das ist schade, ist das. Und viele Menschen, was uns Sachen beigebracht haben, die haben auch nicht besser gewusst. Ich weiß, dass die Menschen, die mir Sachen versucht haben beizubringen, die haben das nicht besser gewusst. Ich weiß, dass mein Paar mit seinen Regeln, der in Wirklichkeit liebte, der mich sehr. Aber der wusste nicht, wie der das soll rüberbringen, weil der hat das von seinem Vater wahrscheinlich noch viel schlimmer rübergekriegt. Und der hat sich schon sehr gemüht, hat er sich mit mir. Das weiß ich. Das sehe ich jetzt im Nachhinein, kann ich das sehen, dass der sich sehr gemüht hat. Und
ich bin hier hingekommen, um zu bezeugen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Als ich nach seinem Willen gefragt habe, dann hat er mir, das war sehr interessant. Nachdem ich das hier gesehen habe, kriegte ich Jesaja 43, 1, 4 und 5. Und das war so klar von dem, das war increíble. Increíble. Ich weiß das nicht, ich werde es mal vorlesen. Hat ja vielleicht nicht alle eure Bibeln mit. Jesaja 43. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen von Osten herführen und dich von Westen her sammeln. Was mir auffiel in diesem Vers, ich sollte nicht Angst haben. Ich habe sehr Angst gehabt. Ich habe sehr Angst gehabt, dies hier zu tun. Weil ich weiß, schon nur als ich mein Motorrad verkaufte, das ist auch noch eine Geschichte für sich, wir sind immer so, dass wir sehr über dem anderen reden. Das habe ich, das bin ich. Ich auch. Ich bin nichts besser wie keiner hier im Raum. Und ich sollte nicht Angst haben. Jetzt kriege ich wieder ein bisschen Verwirrung. Was ich in dieser Schule erlebt habe, ist Freiheit. Dass Jesus hat uns gemacht, um eine Beziehung mit ihm zu haben, um sie zu pflegen mit ihm. Menschen, die wirklich nach seinem Willen leben, da haben Menschen Sachen, die eingetroffen sind. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben, habe ich das noch niemals hier irgendwo gesehen oder gehört, dass es Prophetie gibt, die auch eintrifft. Ich habe einen Mensch kennengelernt, der hat 2 Jahre, bevor Biden Präsident wurde, hat er schon davor prophezeit und die Prophezeiung ist eingetroffen. Dass es heutzutage noch echte Propheten gibt, das wusste ich vorher nicht. Das sind Sachen, die ich erlebt habe. Dass es heutzutage noch Wunder gibt, dass Gott heutzutage noch Menschen heilt, das wusste ich vorher nicht. Das habe ich jetzt in den letzten Monaten erlebt. Und dann fängt mir die ganze Sache an, mit Gott zu interessieren. Weil ich weiß nicht, ich will euch das ganz ehrlich sagen, ich habe mir in unserer Gemeinde habe ich mir niemals sehr
sehr gut gefühlt. Ich fühlte mich oft sehr abgestoßen. Das werde ich euch ganz klar sagen. Ich weiß nicht, dann fuhr ich lieber überhaupt nicht an. Das ist schade. Was mich bei Ronald Boschmann seine Gemeinde sehr beeindruckt hat, dass er mich mal begrüßt hat, dass der vorne an der Tür stand und mir begrüßt hat. Sonst hatte ich noch niemals vorher erlebt, dass der Pastor vorne steht und dir begrüßt. Da ist so viel mehr im Leben mit Jesus. Da ist so viel mehr. Die Frage ist, wie viel wollen wir das? Wie sehr stecken wir dem in eine kleine Dose? Jesus kann jeden Einzelnen hier verändern. Ich sage dir, wenn der mein Leben hat verändert, dann kann er jedes einzelne Leben kann der hier im Raum verändern. Jedes einzelne Leben hier kann der verändern. Jedes einzelne Leben. Wegen so tief, wie ich im Loch war, das kann sein, kann ja sein, dass hier noch andere auch so tief waren, aber das würde mir wundern. Und das ist ein Wunder, dass ich hier darf stehen und reden. Das ist ein Wunder. Und ich weiß, ihr werdet euch vielleicht sehr gewundert haben, warum das so schwer tut. Aber der Teufel will nicht, dass ich hier frei rede. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, sehr viel zu reden. Und deshalb staunte ich, dass es so schrecklich wirkend hat. Was ich sagen kann, ist, dass ich habe Jesus wirklich kennengelernt. Aber ich musste auch dafür was tun. Ich musste dafür meinen Teil tun. Aber der ist sehr treu. Sehr treu. Sehr, 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 sehr treu ist er. Sehr treu. Extrem. Extrem. Das ist nicht ein Mensch, der lügt. Die Worte, die in der Bibel stehen, das sind nicht Lügen. Das sind nicht Lügen. Das ist mir immer so gewesen, als wenn das alles nur Mist ist. Und das tut Wunder, wenn man Erkenntnis kriegt über die ganze Sache. Wenn man morgens aufsteht und fragt, Heiliger Geist, was willst du von mir heute? Wie hast du dir das vorgestellt? Wie kann ich heute dir dienen? Das tut Wunder. Wenn wir uns Jesus ganz hingeben, das tut Wunder. Das tut Wunder. Wenn wir Buße tun von unseren bösen Sünden und unser Leben dem umkehren, das tut Wunder. Das tut Wunder. Gott lügt nicht. Wir sind Schausels und Lügen. Wir sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Der hat den Preis schon für uns bezahlt. Das muss man mal in seinen Kopf reinkriegen.
Und die meisten kriegen das nicht in ihrem Kopf rein. Weil das ist, was man sieht. Es ist schade, ist das. Es ist schade, dass Menschen so wenig nach Gottes Willen leben. Das ist schade, dass Menschen nicht besser wissen. Das ist schade, dass Menschen unterdrückt werden hier in unserer Kolonie, weil sie nach Gottes Willen fragen. Das ist schade, dass wir nur nach dem Geld trachten. Weil unser Leben hier, das ist sehr kurz. Das ist sehr, sehr kurz ist das. Sehr kurz. Und wisst ihr was? Du entscheidest, wo du willst sein. Du entscheidest mit alles, was du hast. Wo willst du sein? Das ist mir sehr interessant, dass die Bibel in Wirklichkeit 2/3 von der Hölle spricht und 1/3 nur vom Himmel. Ist mir sehr interessant. Und das haben wir uns abgeschafft. Weil das hört sich uns nicht gut an. Nehmen wir nur die guten Verse. Über viele Sachen werden nicht gepredigt, weil die hören sich uns nicht gut an. Die Menschen, die Gabe haben zum Predigen, die lassen wir nicht predigen, weil die sind direkt. Die decken Sachen auf, was hier laufen. Aber wir sind Christen. Ist schade. Ich weiß, viele werden nicht mit mir froh sein, wenn ich hier so die Wahrheit rede. Aber es scheint so, als wenn Gott will, dass ich dies hier rede. Wenn's über dies habe ich irgendwie mehr Freiheit, als über mein eigenes Zeugnis zu reden. Gestern, als ich heute Morgen, gestern fuhr ich, 8:45 stieg ich in den Bus rein und dann neben mir saß eine Frau. Und dann, mir war ja das klar, ich fuhr nach Philadelphia. Wenn es dafür hatte ich bezahlt. Und als ich aufweckte, waren wir in Mariscal. Und so geht das mit vielen, die hier auf dieser Erde leben. Die leben ganz schön. Aber in Wirklichkeit kennen die nur ihren religionischen Gott. Und die Bibel braucht man auch nicht lesen, weil wenn man Sonntag zur Kirche feiert, dann hat der Prediger das schon vorgekaut für einen. Und der wird schon das Beste für einen da raussuchen. Menschen haben mich akzeptiert.
in der Schule, obwohl ich nicht mal getauft war. Ich kam von keiner Gemeinde. Das war mir übrigens auch sehr interessant, als ich hörte, wie die Menschen anfingen zu sprechen, von welcher Gemeinde dies organisiert kam, dieses Programm. Das war mir sehr interessant. Als wenn das muss Vorrat muss das organisieren. Aber Jesus, Gott kann alles. Die Frage ist, wie viel Freiraum lassen wir dem in unser Leben? Wie viel gibst du dem? Der wird nicht zu dir kommen und sagen, hey, das ist mein, das. Nein, du hast deinen freien Willen hier in diesem Leben. Der Heilige Geist wird sich nicht aufdrängen bei dir. Dies musst du tun. Der ist liebevoll. Und wir sind immer noch Menschen. Wir haben immer noch, Gott hat uns einen eigenen Willen gegeben. Aber wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir ihn suchen, so in Jeremia 29, 13, wenn ihr mich von eurem ganzen Herzen sucht, so werde ich mich finden lassen. Dieser Vers war für mich früher immer das persönlichste Wort. Das sage ich euch ganz ehrlich, so wie ich das gedacht habe damals. Das sage ich euch ganz ehrlich. Aber das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Nun, oft suchen wir dem nicht. Wir suchen nur unseren eigenen Willen. Wir versuchen uns nur selbst zu befriedigen. Mit Arbeit, mit Süchte. Hauptsache befriedigen. Aber eins sage ich euch. Wahre Befriedigung hat man nur bei Jesus Christus. Wenn man mit dem in Beziehung geht, das ist wirkliche Befriedigung. Die Befriedigung, die kann dir nichts geben. Nichts auf dieser ganzen Erde kann dir das geben, was Jesus dir geben kann. Nichts. Einfach nichts. 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 Einfach nichts. Nichts. Das ist spaßig. Nichts. Einfach nichts. Nichts. Weil wenn da würde was sein, dann würde ich das schon gefunden haben. Dann würde ich das gefunden haben. Das war mir sehr interessant, wie Gott mir meinen Stolz brechen tat. Ich hatte einen Seraph. Kennt ihr bestimmt. Der tat sehr hinhalten. Ich hatte einen Honda Seraph 250. In dem Motorrad habe ich 20 bis 21 Millionen drin. Für 30 gekauft und 20 Millionen mit 18 Kilometer sowas fuhr mir die Wähler unten, das Nadellager fuhr mir fest. Das stand mir bis heutigen Tages, wenn es Öl hatte, der sogar Ligmali-Öl. Jedenfalls,
dann steckte ich den Motor 5,5 rein und dann das übrige vom Motorrad nochmal 14, 15. Nur an Sachen, weil ich das mag. Ich habe mich immer sehr dafür interessiert für Motorräder. Und ich machte mir da mein Gott. Und das war mir sehr interessant. Ich sollte das verkaufen, sagte der zu mir. Ah ja, sagte ich zu dem. Da hast du dir was vorgestellt. Ja, es geht um deinen Stolz, sagte der zu mir. Gott, Gott überhebt sich über die Stolzen und erhöht den Demütigen. Was ist das? Dachte ich. Mein Motorrad verkaufen? Gott, spinnst du? Mein Motorrad? Mein Motorrad? Das kann nicht dein Ernst sein. Wenn es um mein Motorrad, darauf war ich sehr stolz. Das ist nicht nur irgendwas. Du hast halt gearbeitet und das ist für mich genauso viel wert, fast wie meine Freundin. Oder ganz so viel wert. Nee, so werde ich das mal nicht sagen. Das ist ein bisschen sehr hart. Dann sagte ich zu Gott, dann werden wir das wenigstens für 30 Millionen verkaufen. Dann sagt er, kannst ja probieren. Das war dann auch gerade so. Das tat nicht. Dann für 25, tat auch nicht. Für 20 sagte ich, oh Gott, ja, jetzt muss es tun, ja. Jetzt habe ich schon, das muss jetzt gehen. Ich habe jetzt schon das Letzte gegeben. Und der 20 kann es vergessen. Ich habe das jetzt eigentlich schon verschonken. Das hatte 20.000 Kilometer. Nee, warte mal, 21? Dann erinnerte der mir. Dass er mit Stolz nichts anfangen konnte. Ecker, dachte ich mir so. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Letzter Versuch. Ich werde das jetzt verkaufen. Dann werde ich das eben im Status ausstellen und wenn jetzt wird ihr das auch bestimmt tun, dann auch wirklich. Wirklich, dann meldete sich da auch gleich jemand. Und dann musste ich das für noch billiger verkaufen, wie 20. Ein Ende sogar. Und das kostete mir. 2, 3 Wochen habe ich mit dem gekämpft. Sehr gekämpft habe ich. Wieso? Wieso? Der sagte zu mir, Stolz nicht mit mir. Wenn du Stolz in deinem Leben hast, dann kann ich dich nicht brauchen. Du wolltest, dass ich dich brauche, dann muss dein Stolz weg. Okay, Jesus, wenn wir das jetzt mal auf deine Art versuchen. Das ist incredible, wie der mich gesegnet hat, der Deutsch. Incredible, incredible.
Das kann ich nicht mit Worten befassen, was für ein Segen darauf lag. Das geht nicht mal. Das geht nicht. Das geht nicht. Das kann ich hier nicht mit Worten beschreiben, wie sehr ich gesegnet worden bin dadurch. Gehorsam zu sein, das ist unglaublich. Wenn wir gehorsam sind, was darauf folgt. Klar, klar, kann das kosten. Das kann dir was kosten. Aber eins sage ich dir, das ist das wert. Das ist das wert, gehorsam zu sein. Das ist das wert, gehorsam zu sein. Das ist das wert. Das ist das wert. Ich weiß, dass ich war meinem Vater oft sehr ungehorsam. Extrem ungehorsam war ich. Und das fiel mir nicht leicht, heute hier zu sein und zu reden. Es fiel mir nicht leicht. Es fiel mir nicht leicht. Das kann ich nicht aus meiner eigenen Kraft. Aber ich weiß, dass ich gehorsam bin. Und was auch immer geschieht, ich tu nur gehorsam sein. Ich habe mir, um ehrlich zu sein, ich habe mich nicht extra sehr viel vorbereitet, weil ich wollte das hier sehr offen lassen. Und das war mir mal sehr interessant, als der eine Onkel zu mir sagte, dass er sollte predigen. Und er wollte aber nicht, er glaubte auch niemals, dass er predigen konnte. Und heute, ich wundere, ob das einen besseren Prediger gibt. Ich bedauere das immer sehr. Dieser Onkel der sagte, ich gehe nach vorne und von da Jesus von da wirst du anfangen mit reden. Und der tut nicht da vorne stottern oder was. Der prägt immer das Feuer aus der Flamme. Danke, Johann. Das habe ich immer sehr bewundert bei Ihnen. Sind hier Menschen, die sich das frisch überlegen wollen, die noch niemals die Entscheidung gemacht haben? Wenn hier Menschen sind, die noch niemals Jesus kennengelernt haben und die wollen ihn in ihr Herz aufnehmen, können die nach vorne kommen. Wenn hier Menschen sind, was sich krank fühlen, dann will ich die nach vorne bitten, dann wollen wir über die beten. Wenn hier keine sind, ist okay. Aber wenn hier sind, dann will ich sehr gerne für die beten. Ich glaube daran. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich glaube an Heilung. Ich glaube daran. Ich bin davon überzeugt.
Ich habe das gesehen. Aber das ist alles nur beim Glauben. Wenn du nicht daran glaubst, passiert auch nichts. Wenn hier Menschen sind, was wollen nur über sich beten lassen, dann können die auch nach vorne kommen. Fühlt euch frei. Ganz wichtig ist es, zu vergessen, was wird der andere über mich denken. Das war der größte Fluch immer. What were they all over me denken? What were they all over me denken? Das war hart. Aber in Wirklichkeit weiß ich, dass Jesus ist in mein Herz und ich habe den Heiligen Geist. Also kann mir das eigentlich egal sein, was die anderen über mich denken. Das Wichtigste ist, was denkt Jesus über mich? Das ist das Wichtigste. Was denkt der über mich? Wenn wir unser Leben in Ordnung haben, dann kann uns das egal sein, was die anderen über mich denken. Und das ist wie ein Fluch hier. Wie es immer über andere reden. Dass man muss immer bedauern, was wird der andere über mich denken. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Das ist traurig. Das ist eine Sache, worüber wir nicht stolz sein können. Denn Jesus sieht alles. Jesus sieht alles. Alles. Und eines Tages werden wir vor ihm stehen. Und es steht geschrieben, jedes Wort. Jedes Wort, das ich hier jetzt, was hier aus meinem Mund rauskommt, das wird gerichtet werden. Jedes einzelne Wort. Und ich weiß, dass da liegt eine große Verantwortung über dieses Ganze, was ich hier rede. Weil ich muss das anwenden. Ketalisch, ich rede hier jetzt nur groß und dann nachher fahre ich mir ein paar Zigaretten holen. Das ist Verantwortung. Das ist Verantwortung, vorne in der Kirche zu den Menschen zu reden. Das ist eine große Verantwortung. Wenn wir uns vorbereitet haben, um eine Predigt zu bringen und wir haben aber nicht den Heiligen Geist gefragt, was hältst du von dieses Ganze? Dann haben wir ein Problem. Wenn wir die Sachen nur selbst alles in die Hand nehmen und aber über viele Sachen lehren, dann haben wir ein Problem. Wenn wir uns Christen nennen, aber noch niemals seine Stimme gehört haben, dann haben wir ein Problem. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir, sagt Jesus. Es lohnt sich, auf die Knie zu gehen, zu sagen, Jesus, führe mich. Jesus, was willst du? Jesus, tut mir leid, dass ich nur an dich gezweifelt habe.
da ist ein sehr, sehr lebendiger Gott, den viele von uns nicht kennen. Den viele von uns nicht kennen wollen. Weil das könnte ja noch ungemütlich werden. Oft wird der Heilige Geist unterdrückt. Weil auf einmal konnte der noch was wollen, was wir nicht wollen. Wahrlich, ich sage dir, dann ist es besser, kein Christ zu sein. Nicht lauwarm sein. Weil, was hilft dir das Ganze? Bueno. Was hilft dir das Ganze, wenn du noch niemals den Heiligen Geist gehört hast? Wenn du nur dein eigensüchtiges Leben führst, nur danach lebst, mehr Geld zusammenzurufen, was hat das für einen Sinn? Dann ist es besser, man nennt sich nicht Christ. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich will Mut machen, dass wir uns Zeit nehmen, jeden Tag Zeit nehmen für Jesus, Zeit nehmen, dem Heiligen Geist zu fragen: Heiliger Geist, es tut mir leid. Bitte sprich zu mir. Heiliger Geist, ich will eine Beziehung auch mit dir aufbauen. Ich will deine Stimme hören. Bitte zeig mir. Es lohnt sich, echt zu sein. Kopien gibt's schon genug. Ich sagte mir so: Ich werde so viel einladen wie möglich. Wenn es wenig mehr blamiert, dann werden es schon vor allem. Ja. Es lohnt sich, eine Beziehung mit Jesus. Es lohnt sich. Es lohnt sich, nach seinem Willen zu fragen. Und vor dem Bibellesen zu beten. Jesus, zeige mir durch deinen Heiligen Geist, red mich an, mach mir das wichtig, führe mein Leben dichter zu dir jeden Tag. Es lohnt sich, das Wahre zu suchen. Da ist mehr. Da ist so viel mehr. Da ist so viel mehr. So viel mehr. So viel mehr von Gott. Da ist ein Gott,
der lebendiger ist, wie viele glauben. Das ist interessant, dass ich jetzt auf einmal ein bisschen klarer mal reden kann. Wir haben ein System gebaut. Das tut Gott weh, tut das dem. Ein System gebaut, für Sonntag. Das ist so schade. Das ist sehr wichtig, dass ihr ganze Sachen macht, wenn ihr mit Gott geht. Das ist extrem wichtig. Ganze Sachen machen. Das ist extrem wichtig. Die Jahre vergehen schnell. Ich bin jetzt schon 22. Eben habe ich noch im Sandkasten gespielt. Eben haben wir noch bei den Sawatzkis am Tisch gesessen und von die Scheipasch Milanesa gegessen. Dass ich hier stehe, das ist ein Wunder Gottes. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Schon nur das. Dass ich hier stehen darf. Denn viele, die mich kennen, die werden das bestätigen, das kann ich euch garantieren. Der, was mich wirklich kennt, der wird das bestätigen. Oder ist nicht so? Und diese Erfüllung, was ich früher in allem anderen gesucht habe, die kann nur Jesus geben. Die kann nur Jesus geben. Das ist unglaublich. Viele können das vielleicht nicht verstehen, was ich hier jetzt rede. Aber die, was es verstehen, die wissen ganz genau. Das ist unglaublich, was Jesus uns anbietet. Diese Erkenntnis zu kriegen, das ist unglaublich. Aber oft ist da wie ein Schleier, der uns nicht Erkenntnis gibt. Und Jesus, ich bitte, dass heute können die Menschen Erkenntnis kriegen. Wir können noch so sehr studiert haben. Wir können unser Leben noch so sehr planen. Wir können noch so sehr unseren eigenen Steg gehen wollen. Wenn wir
Wenn das nicht für Gott ist, dann hilft das alles nichts. Wenn hier Menschen sind, wenn hier junge Menschen sind, wenn hier irgendwer ist, der will frei werden, kommt nach vorne. Nicht Angst haben. Die sind sehr liebevolle Menschen hier vorne. Wenn irgendwer will nach vorne kommen und über sich beten lassen, wenn irgendwer will frei werden, kommt. Ja, junge Leute, ihr kennt den Jason bestimmt besser wie ich, obwohl ich glaube, dass ich ihn gut kenne. Das, was da passiert ist, das ist ein Wunder. Und wenn er sehen kann, dann können viele andere von euch auch sehend werden. Und ich möchte euch die Gelegenheit anbieten, es ist die beste Gelegenheit, nutzt sie. Werdet suchen, betet, dass ihr den Schleier vor den Augen verliert, und dass ihr Gott seht, wie Gott wirklich ist. Jesus will dich, dein Herz. Er will eine Beziehung mit dir haben. Und er will, dass du in deinem Herzen diese Liebe, die Jesus für dich hat, dass du sie spürst, wenn du sie nicht bekommen hast, dein ganzes Leben lang. Jesus will dir geben, wonach du dich sehnst. Und es liegt an dir, ob du dieses Angebot annimmst oder ob du dieses Angebot ablehnst. Und so möchte ich euch bitten, nutzt die Gelegenheit, wer das möchte, diesen Schleier verlieren, darf gerne nach vorne kommen. Und die anderen dürfen gerne auch nach Hause gehen und darüber nachdenken, für das, was Jason gesagt hat. Und auch für alle anderen, die eine Beziehung zu Jesus haben, das ist ermutigt. Es gibt mehr als nur das, was für den Sonntag übrig ist. Von Montag bis Montag hat Jesus uns lieb und er lebt für uns und wir wollen für ihn leben. Ich würde noch gern beten zum Abschluss. Vater, wir danken dir für das Leben von Jason und wir danken dir, dass du ihm den Mut und die Kraft gegeben hast, hierher zu kommen und einfach das zu sagen, was in seinem Herzen ist. Wenn es vielleicht auch nicht ganz flüssig kam, es spielt keine Rolle. Du schaust dir aufs Herz und du siehst, was in dem Herzen vorgeht. Und ich danke dir von ganzem Herzen für das Leben von Jason. Und wir danken dir, was du in seinem Herzen getan hast. Es ist ein Mensch, der vom Neuen geboren wurde. Und er hat was Neues entdeckt. Er hat dich entdeckt. Er hat das Leben entdeckt, das nur du geben kannst. So wie du auch immer wieder zum Volk Israel gesagt hast, warum trinkt ihr an den stinkenden Tümpeln? Kommt doch zu mir, bei mir bekommt ihr lebendiges Wasser. Dann wird euch nicht mehr dursten. Und das gilt auch für jedem Einzelnen von uns. Wenn wir uns irgendwo in unseren Tümpeln verloren haben, dass wir zurückkommen zum lebendigen Wasser. Dass wir so, wie er vorgelesen hat, dass wir die erste Liebe, die wir verlassen haben oder verloren haben, wieder neu beleben. Du hast gesagt, kehrt um zur ersten Liebe. Und wenn ihr das nicht tun werdet, werde ich euch ausspeien. Wollen wir uns aufmachen und zurückkommen zu dir, Jesus, und dir von Herzen dienen. Denn du hast uns lieb und du wirst uns reichlich belohnen, hast du gesagt. Amen.